Und können Gegner mit Furcht befallen. Überzeugt mich davon nicht. Ja, die für Nahkämpfer haben die halt relativ wenig Lebenspunkte und Rüstung ist okay, aber jetzt auch nicht so mega. Ich meine, er ist natürlich kein Vergleich, er hat ein paar mehr Stufen, aber 19 Basisrüstung ist für einen Nahkampfeinheit auch nicht so super. Deswegen, nee, ich glaube der Drachenplan. Vielleicht bleibt beim, oh Gott, ich bleib beim Plan D. So. Celestials zusammen mit Feendrachen. Ja. Es ist gemein, finde ich. Also, ich finde, das sollte man nicht auf die Welt loslassen. Aber es wird lustig. Oh. Was hat der da unten dann vor? Oh. Ha, Feendrachen. Müssen nur die Weibern ausschalten. Und die Hydras. Na gut, die Hydras können auch Luft dann angreifen. Aber die können die Katapulte ausschalten, sodass die Katapulte sich dagegen wehren können. Das ist halt super. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also ich setze euch mal in eine Gruppe. So. Gut, wie sieht's hier aus mit dem zweiten? Ist gleich fertig. Gut, dann. Was ist mit der Armee passiert? Wieso läuft die in Richtung Süden? Achso, die möchte lieber sich mit dem anderen Plague Lord anlegen, statt mit mir. Klingt fair. Für mich. Für den Gegner nicht so, aber ich find's gut. So, noch mehr Geschwindigkeit. Upgrade complete. Nee, warte, ich brauche eben das Kristall für Celestial. Sei das bei 25, okay. Ich sollte genug Kristall produzieren, dass ich mir das leisten können. Vor allem, wenn Gegner in die Türme rennen. Natürlich. Das hilft immer. My life for the king. None can escape me. So, ich weiß nicht, ob ich dich mitnehmen könnte, wenn du genug Erfahrung sammelst. Oh, selbst wenn, weiß nicht, ob ich wollte, dass ich einen Elfenhunter mitnehme. Hm. Ich glaube nicht. Deswegen würde ich sagen, kannst auch mal hier dahin gehen. Ich glaube, ihr bildet Gruppe 3. Bild dann Gruppe 2. Huch. Alle, danke. Gruppe 2. Wenn die Drachen rauskommen, dann bilden die Gruppe 1. So. Baue ich noch mehr Nester? Ich glaube fast schon. Dann können wir mal noch eins hinstellen. Und noch ein paar Türme davor natürlich. So. Gut, schauen wir mal, wie das läuft. Haben wir noch genug Kristall übrig? Ich glaube schon. Ich denke gerade mal ab, wann der fertig wird. Der ist erst bei der Hälfte. Ich glaube, da kann ich mir noch eine Stufe demnächst leisten. Plus 80 Erfahrung. Alter. Ja, schauen wir mal. Ist auch lustig, die zuletzt produzierten Einheiten haben mehr Erfahrung als die ersten und fangen irgendwie schon auf Level 6 an. Dann sind die gar nicht mal so schlecht, ne? Also ich meine, irgendwie so am Anfang, die Jungs, die ältesten von denen, die hier, haben irgendwie 45 Trefferpunkte und machen, ja, 17 Schaden. Die neueren von denen haben 80 Trefferpunkte. Das macht die schon eine ganze Ecke besser. Interessant. So. Be still.
Wie sieht's hier aus mit den Prozenten? Ja, ich glaube, ich kann mir das nicht leisten. Ich krieg gar nichts. Ich krieg nicht so viel Kristall im Moment, weil der Gegner nicht zu mir rennt. Und ohne das, nur einfach so mit der normalen Basiskristallproduktion, habe ich gar nicht so viel Kristall. Weil ich halt keine zweite Kristallmine habe, außer den Wisp halt. Deswegen kann ich mir das, glaube ich, vom Kristallkosten ja gerade nicht leisten, das zu machen. Ich kann natürlich noch Income erforschen. Ich glaube, das mache ich auch sogar mal. So, das. So, die anderen Einheiten hier kosten alle Kristall. Tja, es wäre schön, wenn der Gegner mal wieder zu mir kommt. Hier gibt es leckere Türme, habe ich gehört. Danke. Danke. Kannst du, glaube ich, mal ein bisschen weiter zurückgehen? Muss, glaube ich, hier an dieser Enge irgendwie ein paar Türme hinstellen, mal irgendwann. Einfach um die Kristallproduktion zu verbessern. Dass der Gegner, bevor der zu seinem Gegner nach unten geht, da von den Türmen niedergeschossen wird. Machen wir aber gleich. Ich brauche mal eine Baueinheit und ich brauche mal irgendwas, das die bewacht. Und dieser Turm steht mir ein bisschen im Weg. Moment. Könnt ihr da nicht mal was machen, Feendrachen? Liebe Feendrachen. So. Alles kaputt machen, bitte. Ich dachte nicht, dass sie das so gut auf die Reihe kriegen. Ich dachte, irgendwann würde dabei sterben, aber... Ne. So, weiter kaputt machen, bitte. Gut. Einnehmen. Brauchen mehr Kristall. Was? 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 Ach, übrigens, die Drachen hier, die konvertieren besiegte Gegner auch in Kristall. Von daher, kommt her und lasst euch fressen. Oh Mann. Ein bisschen kaputt ist es schon. So. Jetzt kannst du den Wisp absichern, während er hier ein paar Türme hinstellt. Ich glaube, ich baue die am besten hier hin, dann ist die Goldmine auch noch abgesichert. So. Da, 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 da. So, eine Batterie halt, ne? Genau, guck mal, da ist leckeres Kristall. Auf Beinen. Schnapp's dir. Guter Mann. Das Kristall auf Beinen. Ja, Gegner, auch bekannt als Kristall auf Beinen oder hier Kristall irgendwie mit Flügeln. Dankeschön. Du Idiot. Schick mir ruhig noch mehr kleine Gegner. Ich generiere Kristallen raus. Gut. So. Jetzt habe ich nicht genug Kristall für den nächsten Celestial. Mist. Aber Drachen, die gleich schon auf Stufe 6 anfangen, ist auch... Ja, ist böse, finde ich. Ich finde es böse. So. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht müsste ich eine ganz andere Strategie machen, aber... Das klingt lustig. So, jetzt haben wir wieder genug Kristall generiert von den besiegten Gegnern. Sehr schön. Das dritte Nest ist aber noch nicht am Bauen, weil dafür fehlt mir das Kristall schon doch noch. Okay. So. Gut, brauche ich noch irgendwas. Außer Kristall. Wie gesagt, ich kriege Kristall brauche. Ja. Ich kann natürlich, das ist eine Stufe 3 Mine, ne? Kann natürlich hier irgendwie da ein paar Oaken mit reintun. Huch, noch ein. Danke.
Ja auch. Einfach mein natürliches Kristallvorkommen möglichst vollständig auszunutzen. Und dann mache ich lieber das XP-Upgrade oder noch ein Celestial. Ich glaube, ich mache erstmal das XP-Upgrade auf plus 100. Ja. Lecco mio, ey. So. Bin mal gespannt, wie das wird. Bisher ist der Gegner noch nicht mit irgendwelchen Generälen wieder angekommen. Ich meine, seine Helden sind, glaube ich, beide kaputt. Ich glaube, wir haben nur zwei Gegner mit Helden. Vielleicht haben wir wieder irgendwelche neutralen Gegner auf der Karte, die auch noch Helden haben, aber das sehe ich dann ja bei Gelegenheit. Ah, Sunshine. Sag ich doch. So. Brauchen wir noch eine weitere Batterie hier vorne in der Mitte? Ich glaube, hier brauchen wir noch mal noch eine Batterietürme. So, dann kannst du zurückgehen. Gut. Gut, das Verteidigungswall hier steht auch bald. So sagen wir, sind Drachen davor. Ich warte eben nochmal, bis wir irgendwie ein, zwei Drachen mehr haben. Das ist ja irgendwann bald der Fall. Irgendwie schwer anzuklicken hier, das Gebäude. So, jetzt müssten wir aber genug haben. Ich hätte gerne noch mehr Celestials. Danke. Ja. Ich dachte, ich hätte genug Kristall, dass der Turm da weitergeht. Egal. Dann wartest du mal kurz. So, hast genug gewartet. Es wurde wieder Kristall für dich erzeugt. So. Danach gehst du wieder zu deinen Kollegen. Gut. So, gleich geht's los. Wirklich? Den hier hatte ich angeschmissen, ja. So, da kommt gleich einer, der ist auch schon mal 50%. Gut, ich glaube, ich kann noch ein paar Fairy Dragons gebrauchen. Die sind halt relativ gut, um die Basis dann einzuäschern. Also die Celestials sind da auch okay drin, aber halt nicht Imbar. Und okay ist nicht gut genug für mich. Wir nehmen nur Imbar. Aber gut, das erklärt so ein bisschen, warum diese unschuldig aussehenden kleinen Flauschi-Einheiten dann auf einmal doch eine Bedrohung wären. Einfach wenn sie schon auf Stufe 6 würden die dann, auf Stufe 7 würden die fast anfangen. Also Stufe 7 reichen sie nicht ganz, aber nur 10 Erfahrungspunkte von Stufe 7 entfernt ist auch nicht so schlecht. Also mehr Level kriegen sie jetzt mit den zusätzlichen Forschungen nicht mehr, aber sie sind näher an Stufe 7 dran. Das ist schon ziemlich gut. Gut. Letzte noch. Research complete. Seriously. 1500 Kristall, ja. Ich hab sogar fast wieder. Aber ich glaube, hier kommt gerade ein Drache raus, deswegen werde ich ja lieber mal einen Moment mit warten. So. Drachis. Fairies. Okay. Okay, würde ich sagen, gehen wir mal auf eine kleine Tour, oder? Schauen wir mal, was da draus wird. Gut. Am besten ihr haltet euch wirklich so ein bisschen zurück, damit ich noch ein bisschen mehr Kristall einnehme. Ich kann auch tatsächlich so ein paar Sachen mit Kristall machen. So, einnehmen. Gut, ihr geht mal weiter vor. Bleibt dahinter. Und ihr geht dann gleich hier weiter. Ja, geht in diese Türme, die sind total ungefährlich, habe ich gehört.
Haben wir nachprüfen lassen. Von vertrauenswürdigen Ingenieuren, dass diese Türme total ungefährlich sind. Für uns. So, okay. Kann ich mir leisten? Wie sieht's mit Drachen aus? 92%. Ups, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier die Forschung machen. So. Läuft. Ich glaube, wir können tatsächlich mal Continuous suchen. Continuous, genau. So, wie wär's, wenn wir mal hier hingehen? Mach mal dieses Harpy da kaputt. Dankeschön. Ich habe tatsächlich noch so eine Erzmagier-Rüstung gefunden, die ich letztes Mal mich geweigert habe zu kaufen, weil ich meinte, dass ich die nicht brauche. Jetzt habe ich eine gefunden. Tja, ich finde, das Argument steht immer noch, dass mir dieses minus 3 Movement Speed nicht so viel bringt. Ich meine, Mana-Regeneration ist nett, 25%, keine Frage. Aber ist es mir den Nachteil wert? Hm. Ich fürchte eigentlich nicht. Ich meine, natürlich könnte man auch ein Argument machen, dass ich das Spellcasting von der Rüstung der Brillanz nicht brauche. Und hier Magieresistenz ist auch gut, also... Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall behalten. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt immer anziehe. Wenn ich Feen spiele, brauche ich die zusätzliche Mana-Regeneration, glaube ich, nicht, zum Beispiel. Als Hochelf ist das vielleicht eine andere Geschichte. So, hier unten haben wir irgendwie eine Basis. Vielleicht sollten wir mal was machen. So, kaputt machen. Erstmal noch eben Verstärkung wieder rankarren. So, kommt hierher, hierher. So. Gut. Hier gab es nichts mehr, ne? Gut. Gut, geht gleich weiter. Stärkung ist unterwegs und ist auch relativ flink unterwegs, muss ich mal sagen. Speed 18. 14 plus 4. Achso, das Speedverbesserung zählt nicht für die Drachen. Ist ja gemein, ich meine balanced, einigermaßen. Plus 6, ach, da kann ich noch ein Upgrade machen. Ah, okay. Na gut, dann zählt das tatsächlich nur für Feen. Repro-Schauen sind auch Feen, die nicht. Du auch nicht. Ihr seid auch keine Feen, ihr seid Oakman. So. Gut, Angriff. Feuer! Drachenfeuer! So, heilen, danke. Haben wir tatsächlich jemanden verloren, aber bei Türmen kann das halt schon mal passieren, wenn irgendwie zweimal zufällig den gleichen angreifen. Aber die rösten ganz gut. Muss ich ihnen neidlos zugestehen. So. Meine Gebäude. Katapulte. Ist ja kreativ und gut. Bin total überrascht. Gegner, der mal eine vernünftige Strategie benutzt, gegen meine Turmreihe einfach mal mit Katapulten anzukommen. Nicht schlecht. Aber Katapulte sind auch potenzielles Kristall. Tja, ich glaube, ich brauche wieder eine Baueinheit da. So. Wie wär's mal mit der Reihe dahinter noch? Nur so aus Dekorationsgründen natürlich. So, dahin. Obwohl, warte mal, ihr könnt noch die Minen eben einnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Obwohl, ne, ich brauch die Minen nicht. Scheiß auf die Minen. So, dahin. So, dann machen wir weiter was kaputt. Noch neue Drachen da? Leider nicht.
Schade. Oh, 5 Drachen sind auch schon 4. Gut, gehen wir weiter, würde ich sagen, oder? 2. Huch, nein, nein, nein. Ihr seid 1 übrigens. Ihr seid 2. Nee, du bist nicht 1. So, jetzt haben wir es wieder. Gut, Vormarsch. Hallo. Sind wir zu Hause? Der gute Drachenrush. Hallo. So, weiter. Wow. Was zum freaking... What the freaking frack was that? Ich glaube, die haben irgendeine Fähigkeit. Ich weiß noch nicht, was das genau macht. Welches Gebäude das macht. Irgendein Gebäude von den Plague Lords kann irgendwie großflächig Sachen vergiften. Das haben die, glaube ich, gerade versucht. Und geschafft. So. Da hinten ist noch was. Was ist denn hier? Nee. Danke. Oh, hier sind noch mehr Sachen. Schatzkammer. Nee, das Schild brauche ich nicht, danke. Was hier noch? Nee. War das schon besser, aber weiß nicht, ob das mehr wert ist als die Krone. Ich würde mal vermuten, das, aber schauen wir mal. So, weiter. Haben wir noch keine Mithriader gefunden. Nicht sicher, ob es hier noch einen Gegner gibt. Bisher sieht es nicht danach aus. So, weiter. Drachenarmee, auf sie! Okay, da geht's irgendwo weiter. Bleiben wir hier. Ihr schaut mal hier euch im Süden um. Da gibt es den Verbindungsgang nach da. Gucken wir mal, was da los ist. Weiter. Ihr bewacht mal hier den Durchgang. Ich glaube, mit 5 Drachen sind wir sicher genug abgesichert. Hallo, Augen. Tschüss. Ein Eisschild. Nee, das habe ich jetzt nicht gesucht. Ich suche eine Mithril-Ader. Und noch ein paar mehr Augen. Drachis, wollt ihr mal nach Süden fliegen und mal hier aufräumen? Nee, Krone brauche ich nicht. Okay, weiter. Geld kommt auch mal mit, huch. So, da ist noch eine Kiste. Oh! Szenario ist vorbei. Okay, ich muss einfach nur noch diese Betrachter hier besiegen. Feuerschild. Nee, ich glaube nicht. Bald über das Mondschild. Das Mondschild ist ziemlich geil eigentlich. Mit 15 Armor. So, das war doch mal unterhaltsam. Für mich zumindest. Wir haben die Mithril-Ader entdeckt. Okay, gut. Tja, leider haben wir einen Mondwächter verloren. Ausgleich dafür. Ich könnte die Banshee mitnehmen. Ich könnte welche von den Feendrachen mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich die langfristig mitnehmen wollen würde, aber... Ich meine, die machen Feuerschaden von Anfang an, die fliegen... Vielleicht aber tatsächlich die Banshee. Zumindest kann ich hier mal ausprobieren. Ja, ich glaube schon.
Die Banshee. So. Gut. Huch. Dann können wir Generäle der Armee umbringen. Okay. Die Zwerge wollen kleine Stücken von Gasparak zurückerobern. Und wir können ein kleines Skirmish gegen Plague Lords machen. Aber noch sind wir neutral mit denen. Noch habe ich irgendwie kein besonders großes Verlangen, den Zwergen zu helfen. Weil bisher immer, wenn ich den Zwergen geholfen habe, die irgendwelche komischen Sachen gemacht haben. Deswegen werde ich mal eher vermuten, dass ich in der nächsten Mission hier ins Realm of Plague gehe. Und dann mal den Diener ausschalte, der da irgendwie den Giftfürsten belagert. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.